Morgen aus Köln. Ich bin gerade im UFO, wie man sehen kann. Habe gerade noch ein paar Rennszenen nachkommentiert. Jetzt muss ich aber schnell zusammenpacken. Habe gerade schon alles mögliche an Equipment eingepackt. Denn es geht jetzt zum Webvideopreis. Wir müssen auch noch mal schnell umziehen. Und dann muss ich noch Kathi abholen. Das ist also geworden, Leute. Das ist jetzt mein Outfit. Ihr seht es gleich nochmal komplett. Eigentlich ist der Dresscode Abendgarderobe gewesen. Mit explizit Anzug oder Smoking für Männer. Und ja, das habe ich jetzt nicht so ganz getroffen. Kathi muss das ein bisschen ausgleichen. Die hat das richtig fancy. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da blicken lassen kann. Und Philipp hat, glaube ich, auch einen Anzug und den nehmen wir jetzt gleich erstmal ab. Da sehe ich doch jemanden. Guck mal, wie süß er sich das in den Baum hängt. Stimmt. Oder sieht viel schicker aus als du. Was? Okay. Aber stimmt halt. Ja. So. Das ist also mein Outfit. Ich glaube, mit das einzige Hemd, was mir passt. Und eine schwarze Jeans und die Schuhe sind so ein bisschen mehr fancy. Das muss reichen. Jetzt bin ich ja total overdressed hier. Nein, du bist richtig. Ich bin der underdressed. Sei erstmal. Alles fit? Bei dir? Ja. Richtig businessmäßig. Also gerade hier im Baum hat er einfach seine Anzugtasche gehangen. Guck mal, perfekt. Ist eine Anzugtasche, oder? Ja, ist ein Anzugsding. Ja, ich besitze sowas nicht. Ich besitze keinen Anzug, kein Nix. Ja, so, nur weil ich früher mal Immobilien gemacht habe. Aber Spectacles, ne? Aber Spectacles. Die müssen natürlich am Start sein. Nee, mach dir keine Sorge. Ich wollte bis gestern auch noch einen Anzug oder Smoking. Ich habe aber einfach nichts gefunden, was mir gepasst hat. Okay. Ich bin Größe 90 oder sowas. Okay, Alter, schön, okay. Aber das ist dann immer noch viel zu weit. Und die Arme sind immer noch zu kurz, aber es gibt nichts für mich. Okay, also super schwierig für dich. Ja, ich muss mal jemanden schneiden lassen, aber es ist zum einen teuer und zum anderen schafft man es auch nicht so schnell. Deswegen. Ja, sieht es in Ordnung aus so? Kann ich das so machen? Ja, klar. Definitiv. Ich fühle mich jetzt einfach nur an overdressed. Nee, Kathi ist auch voll krass und alles. Okay, okay. Ist aber auch nicht halt irgendein Anzug, der sitzt auch so voll krass, oder? Ja, der ist maskiert. Ja, das sieht man auch, alter Schwede. Hey, irgendwann hole ich mir sowas auch mal. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Anzug getragen. Ich hoffe, ich komme trotzdem rein. Wir wollen euch nämlich heute eigentlich mal so den Tag eines Nominierten beim Webvideopreis zeigen. Denn ich bin sogar in zwei Kategorien direkt nominiert. Einmal in Person of the Year und einmal in der Kategorie Vlog. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn wir reinkommen. Oh, ich habe einen Beinkäfer auf der Kamera. Mal gucken, krieg ich den her. Boah, ich sterbe jetzt schon. Weil es so heiß ist, oder was? Ja, habe ich alles richtig gemacht. Kurzärmeliges Hemd, easy. Das hier rechts müsste es sein, Leute. Das ist der ISS-Dome. Das ist ein bisschen größer dieses Jahr. Was nicht? Letztes Jahr in der Turnhalle von der Schule? Das sah so aus, zumindest ein bisschen. Alter, sind da viele Menschen. Schreiten wir zur Tat. My name is Bond. James Bond. Ihr seht beide auf jeden Fall top aus. Da kann man nichts sagen. Schaut euch mal diese Outfits hier an. Ja, ich hoffe, ich komme rein. Da müssen wir jetzt hin. Und hier ist noch der Oscar und das sind die beiden, die auch noch nominiert sind in der Vlog-Kategorie mit mir zusammen. Da hinten sitzt Philipp. Wir haben leider keine Plätze mehr zusammengekommen. Ja, dafür muss ich neben Rewe sitzen. Auch klasse. Und jetzt geht's hier langsam los. Das ist der Warm-Up-Art. Das macht, dass wir jetzt alle gute Laune haben. Rewe hat auch schon gute Laune, glaube ich. Mit diesem Gesichtsausdruck. Okay, nicht so effektiv. Aber jetzt geht's in jedem Moment. Ich weiß, wir brauchen einen, der das Eis bricht. Der den Menschen guten Tag sagt. Das ist traditionell immer der bestaussehendste männliche Mitarbeiter, der vorher so eine Rede hält. Und er ist krank geworden, deswegen darf ich das machen. Vlog.
sind Felix und Jan. Überreicht wird der erste Webvideopreis für Felix von der Laden von Academy-Mitglied und zweifachem Preisträger Julian Bam. Bitteschön, viel Spaß damit. Du machst echt super Vlogs. Die Qualität ist super, du bist witzig, du bist intelligent, glaube ich. Du bist ein toller Typ. Aber erstmal vielen, vielen Dank für diesen Preis. Ich habe seit mittlerweile 7 Jahren das Ganze hier. Aber auch lange, weil ich schon angefangen habe, dass ich krass so einen Preis ist, so eine Anerkennung geben dafür. Und auch von Jude das Ganze hier okay. Bereit zu bekommen. Vielen Dank. Also als wir vor so 4 Jahren zusammen auf Longo durch Deutschland gefahren sind und auch gerade so viele Zuschauer eben uns dann damals begleitet haben, quer durch Deutschland eben, das war eine Wahnsinnszeit und das war damals schon krass und ich dachte, ja, wenn es jetzt aufhört, ist auch alles gut gewesen, war eine coole Zeit, aber wir stehen beide immer noch hier, machen beide immer noch unser Ding. Besser Preis, Leute. Krass. Wir sind jetzt hier Backstage, wir machen hier noch gerade irgendwie kurz ein Foto. Herzlichen ja, Glückwunsch! Mal aufpassen, was du sagst. Also, Paul, jetzt machst du mal ein Foto, ne? Abzeigen. Subdivided Flats heißt das Konzept, dass die Hälfte der Bevölkerung liegt so. Während ich weg war, um meinen Preis abzuholen, hat der mein Schubri gegessen. Hoffentlich feierst du den Abend nicht. Hier rund um die Emscher Straße. Das Video war unglaublich viel Arbeit, würde ich mal mein Team auf die Bühne bitten. Ja, gerne. Ist mir rauf, dass das Team gewonnen hat. Talente geworden jetzt mit der Zeit, weil ich die so gestellt habe. Meine Damen und Herren, hier ist der Präsident der Vereinigten Academy des Webvideopreises. Hier ist Jan Winter. Den Mann des Jahres 2017. Und es ist Felix von der Laden. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein großes Dankeschön ansprechen. Zum einen an meine Community, die natürlich auch hier gebautet hat und die mich immer unterstützt hat. Wie vorhin schon gesagt, seit 7 Jahren mache ich das Ganze hier. Und dann an meine Freundin Kathi, die mich so unterstützt, ohne das alles nicht möglich gewesen wäre. Deswegen vielen, vielen Dank. Und an das UFO. Das UFO ist ganz wichtig, das UFO. Ihr kennt, oder? Ey, wir haben das so gemacht, Mann. Warum drehst du deine Schulter weg? Was soll das? Ey, wir haben es so gemacht, oder? Das ist ja klar. Was ist eigentlich dein Preis? Was? Mein Preis? Was ist mein Preis? Da hinten geht die Düsseldorfer Sonne hier lang. Das ist nur die Düsseldorfer Sonne übrigens, gerade unter. Das sind die beiden Preise, die ich da drin gewonnen habe. Ich kann es immer noch nicht ganz realisieren. Aber jetzt hat der Marco uns gerade noch gesagt, er hat ein spezielles Auto hier. Und ich habe Kathi gefragt und sie hat gesagt, es ist okay, wenn man zwei Preise gewinnt, darf man das mal machen. Was für ein Auto hast du hier? Ferrari California Turbo. Aber ist nicht meins, Freunde. Also nicht direkt haten. Ist nicht meiner, ist nur ausgeliehen. Das ist, glaube ich, jetzt der perfekte Shuttle zur Aftershow-Party, Leute. Damit fahren wir jetzt. Alter, Felix mit seinem Webvideopreis hier in der Hand. Ich möchte ihn behalten. Ein bisschen zitter ich gerade so, ne? Ja, was meinst du? Ich habe hier viel Leben auf dem Gewissen. Ja. Und zwei Webvideopreise. Oh mein Gott! Ich war wie ein Opa! Weißt du, wie wir das hinkriegen, dass er immer knallt? So bam, bam, bam. Du musst halt hochdrehen, ne? Bis 7, bis was ist das? 7,5 musst du echt drehen und im letzten Moment pumpt. Siehst du? Felix, du bist ein Genie! Erstmal ein Tutorial dazu. Ich fand es eigentlich ganz, ganz entspannt. Es war ein guter Videopreis, Shuttle. Noch ein Ticken weiter. Schön. Philipp, wir sind immer wieder gerne. Wir haben überlebt. Wir haben es geschafft. Oh, weißt du, meine Haare haben zwar nicht überlebt, aber wir haben es geschafft. Was sagt denn für die Fahrt? Ja, gerne, gerne. Ich danke dir. Und der Preis gehört mir, hast du eben gesagt. Wenn du ja, einer ist jetzt für dich. Dankeschön. Bitteschön.
Oh, warte mal. Das war geil, ne? Das war auf jeden Fall ein sehr schneller Videopreis-Shuttle. So jetzt. Wir kurz Sachen hier ins Hotel und dann geht auf zur Aftershow-Party. Ich würde sagen, wir switchen direkt hin. Soweit vor der Aftershow haben wir uns eine schöne Currywurst verdient, würde ich sagen. Wir haben den ganzen Tag immer nichts gegessen, Leute. Und Philipp mag einfach keine Currywurst und wir sind zum Currywurstladen gegangen, weil alles andere zu hat. Ja, wie kann man keine Currywurst machen? Weiß ich, mag keine Bratwurst und demnach. Das empfehle ich auch nicht. So, jetzt müssen wir weiter zur Aftershow. Wir sind da, wir sind versorgt, Leute. Was für ein Abend. Richtig fett, zwei Preise. Ich hätte nicht damit gerechnet. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ich habe vor 7 Jahren angefangen, das Ganze hier zu machen. Ja, nie lachen. Wenn sowas wäre, für mich auch noch der beste Moment, glaube ich, als Junior auch noch den ersten Preis übergeben hat. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr das hören könnt. Wir sind auch mit auf der Aftershow-Party. Dankeschön. Snapchat-Brille oder was? Ja. Ich dachte, was schon für ein Bier.